Zuerst definieren wir, was ist überhaupt der sogenannte LTV, Lifetime-Wert eines Kunden. Am Ende des Tages ist das der Wert eines Kunden gemessen in Umsatz über eine gewisse Zeiteinheit XY. Typischerweise nimmt man ein Jahr als Zeiteinheit. Das E-Commerce-Geschäft ist sehr, sehr schnell drehend, insbesondere wenn es im Paid-Media-Bereich ist. Das heißt, wenn man ein Jahr nimmt, verschätzt man sich in der Tendenz weniger, als wenn man jetzt auf 4 oder 5 Jahre hochrechnet. Das heißt, der Wert eines Kunden innerhalb eines Jahres. Dazu nimmt man den AOV, den Average Order Value, also den durchschnittlichen Warenkorb, multipliziert diesen mit der Frequency, in der typischerweise die Kunden einkaufen. Das kann sein einmal im Monat, das kann sein dreimal im Jahr. Und wenn man diese beiden Zahlen multipliziert, dann hat man den Umsatzwert eines Kunden pro Jahr.